Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist wieder soweit. Wir haben wieder Herbst, wir häckseln wieder Mais. Und er ist zwar klein, aber grün, 33 TS, bringt ein bisschen Masse mit, also ein bisschen kolbentechnisch geht da was. Hier sind es aktuell 30 Tonnen auf dem Hektar. Wir sind heute beim Landwirtschaftsbetrieb, beim Nachbarbetrieb und häckseln hier. Wir häckseln jetzt hier mal, wir haben Vorgewände angehäckselt. Vorgewände waren 12 Hektar von diesem Stück, sind 50 Hektar an einem Stück. Und das hat so einen ollen Zippel dran als Keil. Und das häckseln wir jetzt einfach mal gerade, damit man so einen vernünftigen Ansatz hat. Dann funktioniert das so ein bisschen besser. Ansonsten, ja, rutscht gut durch das Material. Fahren über 200 Tonnen in der Stunde. Ursprünglich wollte ich heute Morgen schon euch mitnehmen, als ich eingestiegen bin, aber ich muss sagen, GoPros sind eine richtige Last. Also ich hatte die aufgeladen, habe gestern nicht gefilmt und die hat sich in meinem Rucksack entladen gehabt. Also ich hatte die gestern früh vom Strom abgezogen, habe sie im Rucksack gesteckt und heute Morgen war kein Akku mehr drauf und das ist nervig. Ja, und daher gibt es jetzt sozusagen das erste Material, ein bisschen schade, wollte ich schon früher dabei haben. Und ja, wir sind jetzt hier einmal durchgehäckselt, wir drehen es einmal kurz um und dann fahren wir weiter. So, der Landwirt sagt übrigens, hier sind von 18 Bodenpunkte bis 50, glaube ich, hat er gesagt, auf einem Stück. Das ist natürlich auch Wahnsinn. Aber ansonsten läuft es gut. Ich hatte heute Morgen so ein bisschen, kennt ihr das, wenn ihr länger eine Maschine nicht gefahren seid, Mensch, wie war denn das nochmal im Mais, wie war denn nochmal dies, wie war denn nochmal das? Aber muss sagen, sobald man dann wieder anfängt, ist man wieder drin. Also das erste Mal wieder anhäckseln, habe ich den Joystick erstmal wieder ein bisschen komisch angeguckt und habe gedacht, wie war das jetzt nochmal kurz? Aber wenn man einfach so sein inneres Ich arbeiten lässt, funktioniert das relativ gut. Klar, ich hatte heute schon ein, zwei Verwechsler, also Schneidwerk anheben wollte ich mit einem Doppelklick ausheben. Das habe ich so im Mähdrescher. Aber man muss sagen, Häckseln ist halt in meinem Blutinneren drin. Ansonsten, wir sind sehr, sehr dicht bei. Das ist ein Stück vom Nachbarlandwirt hier. Wir machen ja 80 Hektar hier, heute erstmal 50. Und die anderen machen wir ungefähr in 10 Tagen. Die sind also richtig quietschgrün. Seht ihr das? Da oben ist die Anlage. Die fahren genau hier runter, da oben kippen sie ab. Und ich habe vier Transporter, gut zwei von den großen. Einmal die Sportkippe hat der Betrieb von mir. Und dann einmal hier das kleine Pärchen, was da kommt. Ein kleines Pärchen, nicht das kleine Gespann, was da kommt. Und es ist ultra knapp. Also ich habe schon heute ein, zwei Mal gestanden. Also es ist verrückt, ne? Gerade auch bei so einem Stück hier, was sind das, 1,2 Kilometer Länge. Da ist das natürlich auch hart, weil die Transporter fahren müssen, bis sie überhaupt von der Fläche runter sind, ne? Ansonsten seht ihr selbst, der ist nicht wirklich groß, aber der bringt Masse mit, also er ist kompakt hier, ne? Wir haben jetzt gegengewogen vorhin, das hat gestimmt, was er hier anzeigt. TS ist, die hätte wirklich noch ein bisschen gekonnt, also das wäre nicht schlimm gewesen, hätte er noch eine Woche gestanden. Aber so ist natürlich auch okay, also es ist ja schon so, dass es okay ist von der Trockensubstanz. Also die Trockensubstanz ist der trockene Anteil der Gesamtpflanze. Also wenn hier jetzt steht, da, 30% Trockensubstanz, hier 29,9, also 30% Trockensubstanz. Gerundet sind das 70% Wasser noch in den Pflanzen. Und ich sag mal so, bei 68% Wasser kann es losgehen mit dem Ernten, bis ungefähr nachher so 62% Wasser. Danach wird es wieder zu trocken und dann siliert das nicht mehr richtig, dann können die Bakterien den ganzen Zucker hier drinnen nicht mehr richtig aufschließen und dann wird es keine schöne Silage mehr, lässt sich nicht mehr richtig verdichten. So, also ist anfangs ein bisschen schwierig zu treffen. Über die Jahre hat man so ein bisschen Feeling dafür. Wichtig ist, der Kolben muss hart und ausgehärtet sein. Das ist er. Wir hatten bis gestern hier nochmal Niederschlag. Also die Böden sind gut feucht. Das heißt, der saugt sich natürlich auch noch mit Wasser voll. Ne? Da sind die Stängel, die Halme sind natürlich voll. Ansonsten nascht er sich hier immer noch hinweg. Und ich muss euch sagen, nach der ersten Runde habe ich mir wieder gedacht, Mann, was ist das bloß für eine schöne Maschine. Also Fahrkomfort, Raupe, so schön leise hier drinnen, ist gar kein Vergleich zu anderen Häckslern.
Das ist einfach schön hier drin. Also es ist wirklich schön. Und da muss ich auch mal noch mal ein Lob an Klaas aussprechen. Wie intuitiv sich dieser Bildschirm bedienen lässt, das ist einfach der Wahnsinn. Also da können sich andere Hersteller wirklich mal eine Scheibe abschneiden. Das ist alles das, was du verändern willst, brauchst du bloß antippen, rauftippen und du kommst zurecht. Also klar bin ich den ja nun jetzt schon ein Jahr gefahren. Aber manchmal ist es so, bis ein, zwei Monate nicht auf der Maschine gewesen und dann sitzt du davor und denkst, Mensch, wie war denn das nochmal gleich? Aber hier setzt du dich rauf und du findest dich wirklich gut zurecht. Also es muss man sagen, wirklich intuitiv ist das, was die Maschine hier macht oder was die Programmierer gemacht haben, ist das A, eine schöne Optik und zweitens haben die es wirklich gut gemacht. Ganz so voll machen, das ist ja direkt bei, aber ihr seht, hier ist der Mais natürlich besser. Wir sind hier bei 60 Tonnen auf dem Hektar, hier ist eine Senke, ne? Also natürlich ein bisschen mehr Wasser und dann geht einiges. Ansonsten hat der Landwirt das recht sparsam hier hingestellt. Wir haben gepflügt, hat er, vorher Mist gestreut, gepflügt, kein Unterfußdünger und 80 Kilogramm Harnstoff gestreut. Tendenziell lag er in den Jahren immer so 10%, 10-15% unter meinem Ertrag. Obwohl hier teilweise, da muss er durch, tief durchatmen, obwohl er teilweise hier die besseren Böden hat. Wir werden natürlich ja, hier im Laufe des Tages, morgen im Laufe des Tages irgendwie so fertig. Und dann machen wir Freitag früh bei mir weiter. Es ist auch ein bisschen hügelig hier, es geht relativ rauf und runter. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht, aber doch, man sieht es ein bisschen. Ich kann heute übrigens die Folge nicht ganz so lange machen. Wir haben ja heute schon Mittwoch. Das ist sozusagen die Donnerstagsfolge. Und deswegen, damit die heute noch rauskommt, können wir auch wirklich nur heute vloggen. Und nachher geht der Livestream noch an. Da, die Kamera hängt schon. Laptop ist schon an. Geht der Livestream noch an und dann wollen die Leute ja auf Twitch auch noch mitfahren die ganze Zeit und auch noch eine Runde drehen. Ich habe mir aber überlegt, Leute, schreibt mal in den Kommentaren, wir haben ja relativ viel Zeit noch, also wenn morgen Donnerstag ist, ich habe mir überlegt, statt Sonntags-Vlog, Sonntag den Livestream auf YouTube zu machen. Wenn ihr da Bock drauf habt oder sagt, nö, wir sind doch eh auf Twitch dabei, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ansonsten habe ich mir auch überlegt, wäre das mal eine Option, statt den Sonntags-Vlog zu sagen, okay, wir machen Sonntag den ganzen Tag Livestream, sofern wir den ganzen Tag noch fahren, Livestream auf YouTube. Schreibt mal rein. Ansonsten würden wir uns das nachher jetzt hier gleich mal draußen angucken in der Mittagspause. Wir häckseln hier übrigens 7 mm. So, jetzt haben wir die ersten 500 Tonnen durch. Ich mache gerade nämlich Messerschleifen. Das ist bei 500 Tonnen habe ich mir die reingeschrieben. Und ja. Ich würde auch sagen, langsam könnte man auch anfangen mit Messerschleifen. Man sieht das immer, wenn so ein paar Lidschblätter durchkommen. Aha! Ich fahre mir gerade nämlich die AB-Linie hier rein. So. Musste dann nochmal ein bisschen rüber versetzen. Am Anfang ist ein bisschen schwierig. Aber ist logisch, wenn ich nachher so ein bisschen rauskomme mit der Spur. Ja, das ist noch ein bisschen schwierig hier, was wir hier so haben. Das ist auch wirklich schwer für die Maschine einzuschätzen. Wir haben natürlich hier teilweise Rennfahrermais. Ja, Rennfahrermais nicht, aber schon, wo wir 8 km/h fahren. Und dann sind wir hier natürlich auf 5 km/h runtergehen. Teilweise gehen wir auf 4 km/h runter, weil wir damit mal den doppelten Ertrag kriegen. Und diese Zonen, das läuft nicht so langsam rein in den Zonen. Also das heißt so, das baut sich nicht innerhalb von 50 Metern auf, dass es immer mehr wird, sondern von jetzt auf gleich steht da einfach mehr. Weil dann zum Beispiel so eine Wasserader durchgeht. Und das ist natürlich schwierig für den Häcksler da relativ schnell zu agieren. Also wenn wir da zum Beispiel da vom Berg, vom Hang runterfahren in eine Senke und da steht mit mal von 30 Tonnen mit mal auf 60, dann muss man selber ein bisschen den Joystick nach hinten ziehen. Ansonsten fährt er da rein. Fährt sich sehr doll in die Drückung und hält fast nahezu an, bis er wieder Luft kriegt. Ne? Also so ein Schutzreflex und dann, da muss man so ein bisschen eingreifen. Aber seht ihr das zum Beispiel hier vorne? Da. Müsst ihr mal gucken. Auf Schlag werden die Pflanzen höher. Da jetzt. Und das ist natürlich schwierig für die Maschine einzuschätzen. So, ich glaube, wir haben jetzt auch Mittagspause. Ich glaube, hier kommt auch keiner mehr.
Können wir nämlich während der Mittagspause schleife ich immer gleich Messer. Muss ich noch die Turmcam für den Stream raufbauen. Also, ihr könnt übrigens das Ganze hier öfter mal live verfolgen auf Twitch. Kostet auch nichts. Muss man sich auch nicht anmelden. Twitch.tv. Und dann sucht ihr nach Landwirt in MV. Wenn ihr euch natürlich anmeldet, kriegt ihr eine Nachricht, wenn ich online gehe. Und ja, dann könnt ihr so ziemlich die ganze Zeit dabei sein. Das ist das, was ich meine. Das ist das sehr, sehr doll mit Mama. Und dann könnt ihr die ganze Zeit dabei sein und das Ganze hier verfolgen. Und dann könnt ihr auch Fragen stellen. Die meisten beantworte ich natürlich ganz gerne, aber warum fährst du nicht Exler XY und wäre nicht die Maschine besser gewesen oder sowas, ist natürlich sowas, was man inzwischen auch überliest, bin ich ganz ehrlich, weil es einfach den ganzen Tag gestellt wird. Aber ansonsten die ganz netten, interessanten Fragen oder so beantworte ich natürlich gerne. Machen wir nachher noch ein paar Drohnenaufnahmen. Seht, hier unten ist eine bessere Zone. Jetzt sind wir bei 50 Tonnen, 50 Tonnen plus. Haben wir Mittagspause. Der ist auch voll. Detlef ist auch voll. Heute kommt Martin übrigens noch, Agravide Schwaben. Hat spontan Urlaub genommen. Ich habe gesagt, du, Freitag geht los. Hat er auch in Insta-Story gesehen. Am Mittwoch geht's los, ne? Freitag bei uns. Mittwoch geht's los und dann hat er auch direkt angerufen und sagte, ja, soll ich Urlaub nehmen? Soll ich kommen? Ich sage, na komm. Komm, mein Junge. So. Also nachher noch Drohne fliegen. Übrigens Drohne auch live auf Twitch dann zu sehen. Das heißt, wir fliegen jetzt nicht, aber wir fliegen dann hier außenrum mit der Drohne und das Ganze könnt ihr live sehen. Das heißt, ihr seht, der Boden ist feucht. Wir haben Regen gekriegt. Mir hat sogar ein Landwirt erzählt, der ist so ein bisschen weiter östlich von uns, so 50 Kilometer, dass da momentan gar nichts geht, weil die so viel Regen gekriegt haben. Noch ein bisschen besserer Boden, ne? Ja. Ansonsten können wir gleich noch mal draußen Kolben gucken, wenn wir dran denken. Und dann sag ich mal bis später, ne? So, Leute, eben noch angekündigt, jetzt ist er da. Hi. Da entstehen gerade eure Aufnahmen für den Vlog. Ja. Also die Aufnahmen hat Martin geflogen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das Talent bewerten würdet. Besser oder schlechter als Landwirt in MV, Leute? Besser oder schlechter? Überlegt euch gut, was ihr schreibt. Ansonsten Mais solide. Ja, zonenweise wird er dann besser. Also was man dieses Jahr wirklich sagen muss, auch die kleinen Pflanzen bringen gut Kolben mit. Wodurch denn der von der Gesamtmasse nicht so extrem abkackt. Auch wenn in der Mais nur 1,50 Meter, 1,70 Meter ist, hat er trotzdem noch einen großen Kolben dran. So wie da, wenn man dann vielleicht beim Vorbeifahren sieht. Und dann geht er trotzdem nicht unter 30 Tonnen hier im Bestand. Das ist natürlich solide, ne? Ich sag mal, vor Jahren hatten wir das hier so schlimm, da war so hoher Mais 15 Tonnen, weil der dann auch gar keinen Kolbenansatz hatte. Aber mit Kolben ist natürlich deutlich besser. Ansonsten haben wir jetzt schon lange über 1000 Tonnen weg. Wir haben jetzt 31 Hektar runter, 32 Hektar runter. Ich weiß nicht, ob ich das hier schaffe heute. Martin, schaffen wir das heute? Logo. Er sagt Logo, aber Lisa wartet mit Essen. Ja. Bei Lisa gibt es Nudeln heute. Okay, wir schaffen das heute nicht. Wir müssen essen. Wir müssen pünktlich nach Hause zum Essen. Genau. Lisa und Anton warten. Und es Feierabend, ja. Ansonsten, wie ist mal wieder im Osten? Saugut. Ich habe einen großen Teil der Strecke ohne Navi sogar zurückgelegt, weil ich die Strecke nur wusste letzten Jahr. Und ja, du fährst dann wieder in den Ort rein und weißt genau, wo du letztes Jahr schon überall gefahren bist. Saugeil. Wo du letztes Jahr 237 Hänger lange abgekippt hast. Keine Ahnung, wie viele das waren, aber ein paar waren es ja schon. Ja. Alter, ich war gerade so verwirrt. Ich habe gedacht, Alter, krass, was fliegt denn da, wisst ihr? Und da fliegt einfach nur unsere Drohne, also meine Drohne. Ich habe voll vergessen, dass du gerade Drohne fliegst. Okay. Aber ansonsten sagst du, Heimatfeeling ist wieder da im Osten? Volle Kanne. Ich freue mich total, dass ich hier bin. Es war ja eher eine spontane Aktion. Und bin wirklich total happy. Ja, wir sind jetzt auch auf dem Nachbaracker, also da drüben war ich das letzte Mal, haben wir uns getroffen, wo ich frisch angekommen bin, und jetzt sind wir ein Acker weiter und das ist mega cool. Also ich freue mich total.
auch Lisi und Hannes, seine Eltern, total cool, herzlich. Werden ein paar schöne Tage. Wir hoffen, dass alles gut läuft, dass nichts passiert, dass wir alle gesund und munter da die meiste Saison wieder verlassen. Und ansonsten wird das ein klasse Ding. Wir haben natürlich ein bisschen Zeit, weil ja heute ist Mittwoch, morgen ist Donnerstag, Leute, und ihr guckt ja morgen schon den Vlog. Ihr könnt auch gerne Videoinspirationen schreiben. Was möchtet ihr sehen? Also wir haben eins, glaube ich, haben wir schon für Martin klar gemacht. Das will ich noch nicht zu früh sagen, aber da hat er sich gefreut wie ein kleines Kind, als ich gesagt habe, dass das eintreten könnte. Das wird mega. Da will ich noch nicht zu viel sagen. Schauen wir mal, ob es hinhaut. Du kannst ja sonst einmal ganz kurz beim Wegfliegen einmal kurz die Siloplatte so ein bisschen da hinten zeigen. Dass die Leute. Da hat er sich aber böse verschluckt, wa? Jetzt hat er uns mal Schluckerle gemacht, ja? Aber es ist einfach so hängen geblieben, der Knoten da. Weil Leute fragen ja mal nach dem Silo. Also wir liefern das ja natürlich nicht zu uns, Leute, das ist das Nachbarbetrieb. Moin Leute. Und wie ist? Nochmal wieder auf diesen Schritt? Mal wieder, ja. Wahnsinnig cool. Ich bin immer noch hoffnungslos überfordert, so wie letztes Jahr auch. Muss sein, also sonst lernst du es ja gar nicht. Also irgendwo musst du ja mal anfangen. Genau, Martin träumt halt so von 5 Wochen am Stück mal Häcksler fahren. Ja, das ich weiß nicht, ob du weißt, was du dir damit antust. Ja. Häcksler fahren sind diese armen Typen, die als erstes immer los müssen, als letztes auf dem Hof sind, Volltank, Maschine putzen. Fertig machen, putzen. Die armen Typen. Ja. Aber es ist halt auch total interessant, auch die Zusammenhänge zu verstehen. Weil ich weiß es nicht. Ich glaube, du musst das erst mal 5 Wochen gemacht haben, damit du überhaupt mal ansatzweise verstehst, von was du da redest. Möglich, möglich. Oder, also. Ja. Ansonsten, Leute, wir haben jetzt 40 Hektar weg. Und wir machen jetzt jeden noch einmal hier voll. Wir haben keinen Stress. Wir haben ein bisschen halben Tag Pause zwischendurch. Und ja, dann sehen wir uns ansonsten. Ach so, was ganz wichtig. Leider ist mein Streaming-Rechner kaputt gegangen. Ich weiß nicht, ob ich das bis Sonntag oder so wieder alles heil habe, bis der Vlog rauskommt. Also, wenn ihr das. So, einmal noch abgewogen. Also, wenn ihr den Vlog seht, dann weiß ich nicht, ob mein Streaming-Rechner heil ist oder nicht. Der hat heute leider den Geist aufgegeben. Komischerweise, ich bringe den nachher gleich zu Bekannten. Der hat eine IT-Firma und der wird es hoffentlich richten. Oder Martin, der wird es hoffentlich richten. Ja, Zeit wird's. Also die Leute haben Bock. Ich krieg schon seit einem halben Jahr Nachrichten, wann jetzt mal wieder. Und wird's Zeit? Ja. Aber ich habe mich auch schon ein halbes Jahr darauf gefreut. Und umso toller ist es, dass es halt jetzt wirklich stattfindet, weil das war jetzt eher schon ein spontan Ding. Also da hängt jetzt auch keine Firma mit drin oder sowas, sondern haben wir einfach wieder so gemacht, weil geil. Und ich freue mich, dass ich auch wieder kommen darf. Das heißt, ich habe mich letztes Jahr nicht ganz so schlimm angestellt. Also vielen Dank dir, Hannes. Nee, du bist gut gefahren. Also mich freut es total. Also da geht es auch nicht nur ums Fahren. Ich komme auch gerne hierher und fahre durch komplett Deutschland, weil die mir alle hier total ans Herz gewachsen sind. Mit ihrer norddeutschen Kühlheit? Ja, vor allem. Vor allem. Das ist, ich finde es einfach schön. Das ist für mich wie Urlaub. Ich habe jetzt zwar im August 2 Wochen gehabt, aber. Da laufen Schweine, siehst du? Da, wo die Blätter wackeln. Ja. Genau, aber das soll es gewesen sein heute für diesen Vlog. Und dann sehen wir uns, ja, ansonsten am Sonntag wieder zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Track, no turning back.
up, you're the battery.